So, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Es ist früher Morgen. Gucken, ob ich hungrig bin. Bin ich nicht. Ich habe hier in Sasa eigentlich wieder alles erledigt. Um es jetzt zurück nach Thalmberg. Was ist denn bei Kampf? Da kann ich was vergeben im Kampf. Mal gleich machen. Was gibt's denn? Rostige Klinge? Also Sadist. Okay. Habe ich überhaupt Gift an meiner Klinge? Ne, wird mal wieder Zeit, dass ich da Gift drauf mache, ne? Das kann hier in die Satteltasche. Und das Zeug hier auch. So. Hol den fertig gebrauten Trank vom Kräuterweib. Das wird, was soll das denn, meine nächste Aufgabe sein. Das war ja oben bei Ushize, ne? Ja, ich würde erstmal nach Ushize, dann, das ist fast kürzer. Naja. Was? In Ushize brauche ich nichts. Eigentlich kann ich auch nach Thalenberg hier hoch. Dann in das Lager hier und dann vielleicht so da lang. Also, machen wir mal eine Schnellreise. Obwohl es diesen Namen ja nicht verdient hat. Warten darauf, dass er irgendwann mal ankommt. Warum man das nicht abbrechen kann, ist echt eine Strafe. Nee. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Da muss ich noch
Im Norden war das in das Lager, ne? Ach Gott, nochmal warten aufs Laden. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Drei Meter geritten. Laden. Aha, Zwischensequenz. Ein gut gewähltes Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Ach, der ist schon da. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt. Auch richtig? Ja, genau, Meister Konrad. Wie ich hörte, hast du noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrat meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach ja, wie endete es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, meine Herren. Wir bauen so schnell wir können. Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein. Und ich könnte Roquetas zur Verfügung stellen, um die Feinde von den Zinnen zu fegen. Roquetas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Roquetas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Roquetas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Ich verstehe schon. Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation, die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf. Ich hoffe noch immer, dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er, Herr. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Tribok vor seiner Nase sieht. Spiel gespeichert. Oh, von sich aus. Wie angenehm, wie angenehm. Mit wem soll ich jetzt reden? Mit dem da? Nö. Mit dem da? Nö. Mit Feier können wir ja mal reden. Na? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Tribok. Das garantiere ich dir. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Und die Männer werden es auch sein. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele Leben. Ich sollte nicht, aber... Wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. 1000 Groschen. Nicht schlecht. Pfeifers Truhenschlüssel. Lebe wohl. Oh, hinterher, wo wohnt denn der eigentlich? Keine Ahnung, wo hat er seine Truhe? Ja, so viel Zelle gibt's ja nicht.
Wo hänge ich denn jetzt? Ich glaube nicht, dass da was Brauchbares drin ist. Ha, mein Gold ist viel besser. Junge, ist der beste Pferd überhaupt, was man kriegen kann. Das hat halt 75. Yummy, yummy. Oh, und wieder Pappensatten. Sechs Groschen. Italienische Beckenhaube. Geht's denn da raus? Ja! Schon dran vorbeigeritten? Ja, mal gucken. Ja. Sei gegrüßt. Was benötigst du? Und? Ist das Gebräu fertig? Alles erledigt. Hier ist das Fässchen. Dieses schwere Ding werde ich sicherlich nicht selbst schleppen. Danke für deine Hilfe. Dann viel Glück, Junge. Ich muss mich jetzt ausruhen. Mach's gut. Thank you.
Wo ist denn jetzt das Lager? Ach, das ist da unten. Ja. Na komm, hopp, hopp, hopp. Bestimmt zum Lagermeister, ne? No. Und aushungern können wir sie auch nicht. Die haben da drin mehr als wir. Dreckige Bastarde. Außerdem haben die Ich dachte, hä? Der da? Ah, sieht aus wie eine Wache. Gott sei mit dir. Das sollte deinen verschlafenen Haufen wach halten. Was ist das? Es stinkt höllisch. Und es ist auch höllisch stark. Ein Schlückchen davon am Abend und man bekommt bis Mittag kein Auge zu. Wirklich? Ich hoffe, es wirkt. Und dass sie nicht die Scheißerei davon bekommen. Hoffentlich nicht. Aber damit lässt es sich auch nicht gut schlafen, oder? Das nicht. Aber man taugt auch nichts als Wachmann, wenn man nur in den Büschen hockt. Welchen Eindruck hast du von Meister Kieser? Herr Hanusch hält ihn für nicht weniger verrückt als diese dumm beschmierten Idioten, die das Neue Testament auf den Straßen rückwärts rezitieren. Und was ist deine Meinung? Manchmal ist ein bisschen Wahnsinn gar nicht so schlecht. Meister Kieser hat im Ausland viel erlebt und gesehen. Und diese Rockettas, von denen er sprach. Klingt wie das Gefasel eines Verrückten. Kann sein, aber ich möchte sie gern sehen. Wie sie heulend auf den Feind zufliegen. Das ist bestimmt ein unvergesslicher Anblick. Gott sei mit dir. So, was kann ich jetzt noch groß machen? Was sagt denn mein Questlog? In ein paar Tagen ist der Tribok fertig. Ich soll warten. Vergeltung. Maskerade. Ein paar Tage habe ich ja Zeit. Dann kann ich ja schon mal hier... für ein paar kumanische... Rüstung sorgen. Oh, hier irgendwie hoch. Ja, nimm dann links die Abkürzung. Das Schlenkerl lassen wir mal aus und kürzen hier ab. Ja, wo ist das Kommandolager? Nochmal auf die Karte gucken. Mhm. Ja. Brauchen wir noch Honig?
Tja, dann soll ich jetzt mal speichern. Kann ich dir auch mal mit so einem dem Bogen und dem Jagdpfeil. Mal schauen, wo die Hundlinge sich verstecken. Das da sieht doch danach aus, oder? Einer ganz schön. Itt nem látod! Megjött a mulatcsa! Haladom! Eleged van! Na, kommst jetzt doch. Ah. Ja, wo ist er denn? Er scheint ein bisschen besser zu schießen als ich. Treffer und erledigt. Ja, dann wollen wir es mal reparieren. Ach, die nehmen wir auch mit. Will ich jetzt nur nicht verkaufen. Ach, die sind immer nichts wert. Ah, dann können wir schon mal nehmen. Thank you.
der nicht eine Axt oder so muss. Hier müsste eigentlich auch noch einer liegen. Oh, war richtig weit weg, hä? Dann wollen wir mal zur Übung einfach mal. Da habe ich immer zu wenig von dem Schneider-Set. Taucht ja nun gar nichts. Weg damit. Was ist das damit gemeint? Mit der italienischen Beckenhaube? Kettenhaube? Oder ist dieser kumanische Helm gemeint? Oder dieses kumanische Shishak? Gucken, ob sie was tut, wenn ich das jetzt weg tue. Nein. Der kumanische Helm. Nein. Der leichte kumanische Helm. Nein. Und dieser Shishak? Auch nicht. Hieß das Ding nicht immer Anführerhelm? Ich kann die Helme dann einfach mal nicht verkaufen. Na, jetzt bin ich wieder auf 3. Auf 0 von 3. Immer dasselbe. Kann ich denn nicht endlich mal dieses Buch hier lesen, damit es wenigstens ein bisschen weitergeht? Das hat genug. Das ist aber wirklich nur ein Trampelfahrt hier. Das ist die Frage, wie spät es jetzt ist. Ah, es ist ganz früh. Und da können wir uns das hier auch noch vornehmen. Auf geht's, Leuchteohren.
Da, Preisfeld. Ja! Freier Galopp für freie Bürger. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, komm, Pferd, du schaffst das. Ja. Schau mal, das Wäldchen da hinten wird das sein. Dann dieses dumme Gepfeife immer. Ja. Ja. Schon was. Clever, gib mir echt noch einen Keks. Verdammt! Noch einer ohne Fahrkarte. Ich glaube, da war noch einer. Ja, im Kampf. Na dann.
Das war jetzt der Shishak. Ah, die Shishak sind wichtig. Ach, der Metallschild war letztes Mal schon nicht toll. Irgendwo hier müsste ja noch einer. Ah, da ist er. Ungarischer Säbel. Omega 2. Wenn ich dieses eine Shishak jetzt hier auch wieder herhole. Dann habe ich 3. Dann repariere ich nochmal zur Übung. Das hätte ich immer ein bisschen. Habe ich jetzt nur eine wieder von? Es gibt eine verzierte kumanische Shishak auch noch. Okay. Na, Kuman-Rüstung soll ich auch noch mitbringen. Was heißt das? Ein Kaftan? Und das Kettenhemd? Aha. Noch ein Kettenhemd. Das wiegt alles, Leute. Wo lag denn der jetzt wieder? Irgendwie ziemlich gerade rein vom Feld kommt, ne? Den hier. Dann nicht der da. Und noch ein Kettenhemd.
Gut, was machen wir noch? So hieß es doch. Die Quest habe ich doch wieder. Ich schaffe 3 Command-Rüstungen. Ja, ich würde sagen, das habe ich hiermit getan. Jetzt kann ich nicht schnell reisen mit den schweren Dingern. So. Sollte ich jetzt vielleicht noch mal speichern? Warum müssen wir jetzt nicht hier lang? Ja, dann gucken wir mal wieder der Karte zu. Hat sich auch eine Mühe gemacht, das alles zu zeichnen. So kann man die Karte genießen. Nur ist die Sache, dass ich die schon x-mal gesehen habe und auch nicht besonders interessant finde. Schon wieder ein Hinterhalt? Im Wald, da sind die Räuber. Das sag mal, was ist denn da heute los?
Das ist ja schon dieses kleine Wirtshaus. Mehr ist das ja nicht. Glück und Gesundheit. Wahrscheinlich muss ich alles im Inventar haben. Also, wir laden uns mal kurz. Irgendwo muss 9 sein. Da. Hä? Wieso 2? 3? Warum rennst du denn weg? Gott schütze dich, Heinrich. Ich habe sie. 3 komplette Sätze. Was? Alles? Alles, was nötig ist. Los, immer so eine leere Hand. Riesensachen. Auch vorhin schon mit dem Fass. Ja, hier, komm. Oh. Ernsthaft jetzt? Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich hab sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kumanen furchteinflößend aussehen. Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet. Glaub mir. Hat einem Kuman gegenübergestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja? Ja, habe ich das schon ausgezogen. Die Frage ist, habe ich das Zeug jetzt immer noch? Den haben wir mal ganz schnell weg, den brauchen wir nicht. Ich habe es übergeben und damit gut, jetzt bin ich das Zeug los, ist doch gut. Als ob die wüssten, wie ein Kumaner aussieht. Wie viele Kumanen habe ich schon abgeschlachtet? Und da kommt dieser Anfänger und wollen mir sagen, wie ein Kumaner aussieht. Sehr witzig. Ich nehme schon mal ein Grüß dich, Zimmer Gott. Für die Nacht. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Schöne Stimme hast du. Hast du ein Bett für die Nacht? Aber ja. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Aber zuerst das Geld. Sind schlimme Zeiten. Hier, bitte. Du hast das Zimmer ganz für dich. Keiner wird dich stören. Wo soll ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Das mittlere Zimmer ist deins.
Warte mal, eigentlich kann ich da auch gleich mal ein bisschen handeln. Dann kommt auch mal, wie viel Geld die hat. Ja. 200, das ist ein schlechter Witz. Ich schätze mal, da ist auch wieder eine Kiste. Da kann ich mein Zeug schon mal ablegen. Ist das eine Kiste? Jupp. Da sehe ich jetzt nur leider die Infos nicht. Also eigentlich müsste besser sein, es war nur 81. Schon seltsam, oder? Wieder A verschieben und nicht X. Soll man dann nicht durcheinander kommen. So, das Ganze kann ich irgendwann mal verkaufen, wenn ich in Geldnöten komme. Aber das sieht eigentlich nicht danach aus. Ah, packen wir das alles mal in die Kiste. Die Kiste hat viel Platz. Ist ja fast nichts, das kann man ruhig rumschleppen. Ja, und dieser Nebenquest soll ich jetzt was machen? So, mal schauen, wie spät es ist. Ja, man kann dann schon bald machen. Es sei denn, hier auf dem Hof ist derjenige, den ich da fragen soll. Und so sieht's auch aus. So wie es aussieht, muss ich hier Frage Milomir. Okay, Milomir. Natürlich, bin schon auf dem Weg. Milomir, wie sieht denn echter Kumano aus? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Auf gute Gesundheit. Das heißt, du hättest schon viele Kumanen gesehen. Und würdest einen sogar im Dunkeln erkennen. Allerdings! Gib mir einen aus und ich erzähle dir Geschichten, da rollst dir die Fußnägel hoch. Bitte sehr. Danke. Wie heißt du noch gleich? Heinrich. Mir egal. Neulich habe ich eine Karawane von Wien bis hierher begleitet, als plötzlich ein Unwetter aufgezogen ist. Hagel, Blitze, Schnee und dergleichen. Schnee?
Im Sommer? Unterbrich mich nicht. Wo war ich? Ja, das Unwetter. Sind vom Weg abgekommen. Haben unsere eigenen Füße nicht mehr gesehen. Und auf einmal hören wir Gesänge. In der Ferne war dann Feuer. Auf einer Lichtung mit unheilvollen Gestalten drumherum. Dämonische Lieder singend. Und diesen unheilvollen Gestalten hat der Schnee nichts ausgemacht? Warum haben sie nicht irgendwo im Warmen gesungen? Schweig still, du! Du! Wie unter einem Bann sind wir auf das Feuer zu und in diesem Moment haben wir sie gesehen. Barbaren? Monster? Dämonen, fragst du? Nein. Kumanen. Und unter ihnen ein Haufen Säuglinge, weinend und schluchzend. Also hat doch jemandem die Kälte zu schaffen gemacht. Ich hätte auch gezittert. Schnee tut mir nicht gut, besonders im Sommer. Und diese teuflischen Kreaturen tranken das Blut der Säuglinge und trieben es mit Teufelinnen. Und wir standen wie angewurzelt da. Nur mir ist es gelungen, mich vom Zauber zu lösen. Ich sag's dir, noch nie bin ich so gerannt wie an jenem Tage. Ich konnte gerade noch entkommen, als Einziger. Seitdem sitze ich hier, kann nicht arbeiten, bin wahrscheinlich immer noch unter dem Bann. Ja, natürlich. Ohne Zweifel. Oder einfach nur faul. Vermutlich unter dem Bann der Faulheit. Pass auf, Milomir. Deine Geschichte ist von vorne bis hinten der reinste Bockmist. Was weißt du schon, du zerlauster Bauer, du? Ich bin aus Scarlets. Ich sah mit eigenen Augen, wie diese Bastarde meine Familie abgeschlachtet haben. Also, das hättest du früher sagen können. Hätt mir die Geschichte für wen aufgespart, der sie hören will. Wo hast du diesen Unsinn aufgeschnappt? Wer verbreitet denn die Gerüchte, wie angsteinflößend die Kumanen aussehen? Oh, viele Leute aus der ganzen Gegend. Brinus der Köhler in den nahegelegenen Wäldern hat mir von ihnen erzählt. Und Olena, das Weibsbild vom Fischer in Thalmberg. Und der junge Willibald, ein Stallbursche vom Uschitzer Gestüt, hat sie auch gesehen. Gott behüt dich. Jetzt muss ich sie alle abklappern. Ja, das machen wir morgen. Würde ich mal sagen. Jetzt guck ich mal, ob ich da noch irgendwie... Ja, ich darf bei Stärke mir was aussuchen. Was haben wir denn da noch? Gefällt mir nicht so, weil das mehr Schaden, aber mehr Ausdauer. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Sporten anrempelst. Die kann ich aber nicht nochmal nehmen, ne? Nee. Boah, kann ja nicht unbedingt Schaden. Und scheint hier noch irgendwo was zu geben. Hier Redekunst. Händler sind eher gewillt, die gestohlene Waren abzukaufen, zumindest nichts Schlechtes. Beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Feilschen. Nehmen wir das. So, damit haben wir das alles schön verteilt. Was ist denn hier B? Ach, Olena ist da auch gleich. Dann sprechen wir doch mit dem noch. Sag mir das doch, dass der da sitzt und nicht was weiß ich wo ist. Ich hätte gern Bier. Gott schütze dich. Wie steht es um dich? Was soll ich sagen? Hab schon bessere Tage gehabt und bete, dass ich sie wiedersehe. Ja, dafür beten wir alle. Ja, gib mir einen. Du weißt über die Kumanen Bescheid?
Beißzähne. Ja, sie tragen Wolfszähne, damit sie im Dunkeln unsichtbar werden. Dann schleichen sie durch die Nacht leise wie der Tod. Das ging ja schnell. Reißzähne. Dann viel Glück. Okay, alles gut. Das wird lustig. Ich muss mich wie wie heißt denn Wolpertinger? Wie so ein Fabelwesen muss ich mich aufstylen. Damit die dann Leute glauben, ich bin eine Gourmane. Finde ich lustig. Dabei sehen Gourmane ganz anders aus. Ich finde heraus, was prima, sprich mit Willibald. Wo ist Willibald? Also hier ist jetzt nichts mehr. Ich sehe auf die große Karte. Beschaff dir ein paar Tierzähne. Einen einzigen Zahn brauche ich nur. Und beschaffe Wolfszähne. Naja. Ist mir so eine Spaßquest. Aber warum nicht? Hey, warum nicht? Ist doch okay, wenn das Spaß macht. Mal sagen, der Triebwagen noch nicht fertig ist. Müssen wir mit uns irgendwas? Müssen wir uns ja die Zeit vertreiben, ne? Und jetzt nächtigen wir erstmal bis morgen früh. So, bis um 6 oder so. Oder bis um 5. Dann geht die Sonne schon langsam auf. Und man kann fortreiten. Ja. Ich würde sagen, das war's für diesen Teil. Im nächsten geht's dann weiter. Mal gucken, was der Triebox so macht. Und vielleicht mache ich an dieser Quest hier weiter. Na? Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn der nächste Teil draußen ist. Jo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Teil. Macht's gut und bis dann. Ciao.